weil wir hier leben. Für mich die Motivation, anzutreten für Bündnis 90 Die Grünen bei der Stadtratswahl 2020. Mein Name ist Alexander Jäger, ich bin 48 Jahre alt. Vater von zwei eigenen und von zwei Patchwork-Kindern. Ich wohne seit über 20 Jahren in der schönen Stadt Wasserburg. Ich freue mich, dass die Klimadebatte in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Aber wir dürfen auch in Wasserburg viele andere wichtige Dinge nicht vergessen. Ich möchte mich für flexiblere Öffnungszeiten unserer Kinderkrippen einsetzen. Es ist toll, wenn fast jedes Kind einen Platz hat, aber wenn die Krippe um 16 Uhr schließt, nützt es der Krankenschwester, die bis 20 Uhr arbeitet, oder der Kassiererin vom Supermarkt leider nichts. Eines der zentralen für mich für die Zukunft ist ein bezahlbarer Wohnraum für alle. Ich sehe große Chancen in dem ehemaligen Krankenhausgebäude. Wasserburg könnte zur Modellstadt werden. Ich möchte Politik für Menschen mit Menschen machen. Den Menschen zuhören und sie mitnehmen und gemeinsam mit ihnen Lösungen finden. Als Unternehmer ist es mir auch wichtig, eine sanfte, nachhaltige Wirtschaftspolitik in Wasserburg voranzubringen. Im Dialog mit den Gewerbetreibenden, auch mit dem Einzelhandel hier in Wasserburg. Ich möchte mich dafür einsetzen, die Energieversorgung durch die Stadtwerke rein ökologisch und biologisch zu machen und das Portfolio der Stadtwerke zu erweitern. Mein Name ist Alexander Jäger. Ich kandidiere auf Listenplatz 6 bei Bündnis 90 Die Grünen. Ich bitte um Ihre Stimme.